Hallo zusammen, ein neues Video von mir, und zwar hatte ich ja schon in meinem Favoritenvideo angekündigt, dass es ein Make-up Revolution Haul gibt, einen kleinen. Ich habe mir ein paar Paletten gekauft, und zwar zwei Lidschattenpaletten und zwei Highlighterpaletten. Und ich kann schon mal vorneweg sagen, ich mag die Produkte wirklich sehr. Wirklich eine tolle Marke, die doch vergleichbar ist mit Sleek, wie ich finde, von der Qualität. Also wenn ihr so ungefähr wissen wollt, wie die Qualität der Lidschatten ist, dann würde ich das doch tatsächlich mit Sleek vergleichen. Make-up Revolution gibt es bei Cosmetic for Less, und den Shop kann ich euch gerne unten verlinken. Und wenn ihr dort etwas von der Marke bestellt, gibt es auch einen Code, den ihr eingeben könnt, und dann spart ihr euch die Versandkosten. Ich habe mich in letzter Zeit sehr mit der Marke beschäftigt und habe des Öfteren gegoogelt und geguckt, wer hat schon die Produkte, hat sie getestet, hat sie verglichen. Denn die Marke ist zum einen doch für seine Dupes bekannt, hier auf YouTube auch. Und ja, wenn man so ein bisschen danach googelt und guckt im Internet, kommt man an einer Palette auf keinen Fall vorbei. Und das ist dieses gute Stück hier. Habt ihr sicherlich auch schon mehrfach gesehen. Das ist die I Heart Make-up Palette, die sich nennt I Heart Chocolate. Diese Palette, die I Heart Chocolate Palette, ist ein Dupe zur Too Faced Chocolate Bar. Und ich habe mir sehr, sehr viele Reviews auch zu dieser Palette angeguckt, Vergleichsvideos auch. Und dort haben doch einige gesagt, dass das wirklich ein 1:1 Dupe ist zur Originalpalette. Ich muss ganz ehrlich sagen, mich hat die Original Too Faced Chocolate Bar nie wirklich interessiert. Manchmal ist es ja so, man sieht irgendwie ein Produkt, was neu rauskommt, und denkt sich, das muss man unbedingt haben, auch im Original. Und bei dieser Palette war das wirklich gar nicht der Fall bei mir. Ich weiß auch nicht, woran es liegt, aber es hat mich irgendwie nicht angesprochen, die Palette. Das Tube allerdings wollte ich jetzt unbedingt haben, weil ich wirklich gehört habe und auch gesehen habe in Swatches, wo eine Seite mit der originalen und eine Seite mit der Dupe-Palette geswatcht wurde, dass da wirklich kein Unterschied ist. Und ja, deswegen durfte es eben diese werden. Und so sieht dann die Umverpackung aus. Das ist so ein Pappkarton. Dann habt ihr in dieser Palette so ein Applikator, den ich nicht benutze natürlich. Und ihr habt so ein Zettelchen, wo die Namen draufstehen. Und der ganze Deckel ist mit einem Spiegel versehen. Das werde ich jetzt mal abdecken, damit ich euch nicht blende. Und so sieht die Palette dann aus. Ich habe sie heute zum ersten Mal verwendet, habe sie gestern erst bekommen, habe sie geswatcht, finde die Farben sehr, sehr, sehr schön. Die Lidschatten lassen sich sehr, sehr gut auftragen, sehr gut verblenden, sind sehr gut pigmentiert, und auch die Farbzusammenstellung finde ich sehr, sehr schön. Der Unterschied ist jetzt hierbei, dass der grüne Ton eigentlich dort in der originalen ist. Ansonsten sind die Farben wirklich sehr ähnlich, fast identisch. Eine YouTuberin sagte auch, der einzige wirklich bemerkbare Unterschied zu Originalen ist der Duft. Also wenn ihr wirklich diesen Schokoladenduft haben wollt, dann müsstet ihr euch schon das Original kaufen, weil diese hier nicht nach Schokolade riecht. Die Lidschatten sind wirklich sehr, sehr gut pigmentiert, und lassen sich, wie gesagt, sehr, sehr gut auftragen. Sie sind ein bisschen krümelig, das muss man fairerweise schon sagen. Aber ich denke mir mal, für diesen Preis, die Palette kostet 9,95 Euro oder 9,99 Euro, da bin ich mir jetzt nicht sicher, aber auf jeden Fall knapp 10 Euro. Und dafür bekommt ihr 16 super tolle pigmentierte Lidschatten. Ihr habt hier wirklich matte Töne drin, die auch super gut pigmentiert sind. Und ihr seht ja hier diese Brauntöne, und auch der Roséton ist matt. Und dieser Braunton eben auch. Das heißt, ihr habt schöne Blendefarben in dieser Palette und eben auch einen grünen, kräftigen Rotton, so ein Bordeaux-Rot oder auch Kupfertöne, Goldtöne. Eine sehr, sehr schöne Palette. Ich bin bisher sehr positiv überrascht von der Qualität der Palette. Ich finde auch die Optik der Palette sehr niedlich. Finde ich sogar schöner als das Original, ehrlich gesagt. Das Original ist ja in so einer Metalldose, und das ist eben Plastik, aber schon stabiles Plastik. Sehr schön. Das ist natürlich Geschmackssache jetzt, die Verpackung. Aber ich muss sagen, ich bin wirklich sehr, sehr positiv überrascht. Und wenn ihr dazu eine
richtige, ausführliche Review haben wollt, dann schreibt mir das unten in die Kommentare. Dann werde ich das sehr, sehr gerne tun. Auch mit Swatches, wenn ihr das gerne mögt. Oder ein paar Tutorials damit drehen, weil ich bin sehr, freue mich sehr einfach, die Palette auszuprobieren in nächster Zeit. Dann habe ich mir noch eine weitere Palette bestellt und zwar ebenfalls aus der gleichen Reihe, denn es gibt mehrere dieser Chocolate-Paletten. Und zwar habe ich mir die helle davon bestellt. Die gibt es noch nicht allzu lange, da gibt es auch noch nicht so viele Videos drüber. Diese nennt sich Naked Chocolate, kommt dann eben auch in dieser Umverpackung und auch da habt ihr so einen Applikator drin. Und das gleiche Spiel, hier ist der große Spiegel drin, wieder so eine Folie. Und diese Palette ist, wie der Name auch schon sagt, Naked, sehr neutral. Das ist also wirklich eine sehr, sehr neutrale Lidschattenpalette, die mich doch farblich so ein bisschen auch an die Naked 3 Palette erinnert. Beziehungsweise Makeup Revolution hat ja nun auch Dupes für die Naked Paletten. Also, aber das ist auf jeden Fall auch eine sehr, sehr schöne neutrale Palette. Auch hier habt ihr wieder matte Töne drin, die sehr, sehr gut pigmentiert sind. Ihr habt schimmrige Töne drin. Auch diese Palette ist sehr, sehr toll pigmentiert und es ist auf jeden Fall ein Unterschied zu der I Heart Chocolate Palette, weil diese doch um einiges kräftigere Töne hat als diese hier. Also diese ist wirklich sehr viel neutraler, aber das weiß man ja, wenn man sich die Bilder anguckt. Ich kann euch hier auch nochmal vielleicht ein paar Töne swatchen, um euch nochmal die Pigmentierung zu zeigen. Die beiden Lidschattenpaletten, ja, lassen sich natürlich auch super gut miteinander kombinieren. Also ihr seht hier die Kupfertöne, das ist genau mein Ding. Mag ich sehr, sehr gerne. Und da zählt natürlich auch das Gleiche, wenn ihr dazu vielleicht ein paar Tutorials sehen wollt oder eine ausführliche Review oder richtige Swatches, dann könnt ihr mir das sehr, sehr gerne schreiben. Zumindest der erste Eindruck ist sehr, sehr gut. Und finde ich sehr, sehr schön, die Paletten. Dann gibt es zwei Highlighter-Paletten beim Makeup Revolution, die auch relativ neu in den Shop gekommen sind bei Cosmetic for Less. Und zwar gibt es dort einmal die Radiant Lights-Palette. Diese sieht so aus in so einem rosé-goldenen Karton. Ich will euch jetzt aber nicht blenden. Und die Palette an sich sieht dann so schwarz aus. Und hier sind drei Highlighter drin. Die Palette ist erstmal so auch sehr, sehr schön aufgemacht, wie ich finde. Diese Palette soll ein Dupe sein zur Hourglass Ambient Lightning Palette, beziehungsweise es ist kein 1:1 Dupe, weil doch einige schon gesagt haben, dass diese Palette schimmriger ist als das Original. Aber es ist auf jeden Fall eine super schöne Highlighter Palette. Die Textur ist auch sehr fein. Also ich denke, sie haben schon versucht, die Hourglass Palette zu kopieren. Ja, sie haben das jetzt nicht, wie ich das in anderen Videos gehört habe, nicht hundertprozentig geschafft, weil die Textur natürlich, ja, auch ich denke, schwierig ist, so nachzuahmen, auch für das Geld, weil irgendwo muss der Unterschied ja dann auch sein. Das sind die drei Töne. Ihr könnt sehen, der erste Ton hier soll natürlich Dim Light imitieren. Und das ist auch so der Ton, wo ich mir eigentlich denke, den könnte man tatsächlich auch großflächig im Gesicht verteilen, weil der nicht so schimmrig ist und auch nicht so krass von der Farbe. Also man kann den, wenn ich den bei mir auf dem Handrücken swatche, dann sieht man nicht wirklich was. Der hat mehr so ein Satin-Finish, von daher könnte ich mir den doch großflächiger im Gesicht vorstellen. Der zweite Ton ist auf jeden Fall ein wunderschöner Highlighter. Eine ganz, ganz tolle Farbe. Den trage ich auch heute auf den Wangen als Highlighter. Das zeige ich euch hier nochmal. Also der schimmert auch schon sehr schön. Ein sehr schöner Champagnerton, sage ich mal. Und der dritte, das ist eben so ein goldener Bronzer. Ja, ich würde es wahrscheinlich mehr als Blush benutzen. Für sehr dunkelhäutige Damen natürlich auch bestimmt ein schöner Highlighter, ein goldener. Für mich ist es eher ein Rouge-Ersatz. Diese drei Farben könnt ihr auch einzeln bestellen. In dieser Palette sind insgesamt 15 Gramm drin, also pro Highlighter 5 Gramm. Wenn ihr einen einzelnen Pot bestellt, zahlt ihr 5,95 € und habt 12 Gramm in einem Pot. Das heißt,
ich könnte jetzt vielleicht überlegen, mir diesen hier noch in der Originalpackung zu holen, wenn ich jetzt den besonders toll als Highlighter finde. Ich muss sagen, mir gefällt die Palette wirklich gut. Sie kostet auch um die 10 Euro, also 9,95 Euro oder 99. Und wer es noch etwas schimmriger haben will und noch etwas auffälliger haben will, der sollte sich die Highlight-Palette bestellen. Gleiche Verpackung, gleiches Prinzip. Diese sieht dann eben so aus. Und hier habt ihr wirklich drei sehr schimmrige Highlighter drin, die sich von der Textur auch ein bisschen unterscheiden. Also die Radiance-Palette ist um einiges feiner. Diese ist auch sehr, sehr gut pigmentiert, ist aber ein bisschen gröber von der Konsistenz. Und ihr habt hier wirklich einen sehr, sehr schönen weiß-goldenen Highlighter, dann ein Aprikot-Rosé in der Mitte und hier außen eben sehr rosé-farben. Auch hier könnt ihr sehen, sehr, sehr gut pigmentiert. Und das sind diese drei Farben, könnt ihr auch sehen. Also der goldene ist schon extrem krass von der Pigmentierung und dieser Rosé-Ton ist vielleicht schön über auch einen Blush zu tragen. Als Highlighter-Palette finde ich wahrscheinlich, so jetzt vom ersten Gedanken her, finde ich wahrscheinlich die Radiance-Palette schöner, weil sie alltagstauglicher ist. Ich finde, diese Farben sind schon sehr, sehr krass und ja, ich weiß nicht, ob dieses Gold, ob ich das wirklich so tragen würde, weil es schon sehr gelblich auch ist. Mal sehen, muss ich ein bisschen mit rumspielen. Ich finde es auf jeden Fall optisch sehr, sehr schön, die Paletten und ja, für den Preis klasse auf jeden Fall. Ich freue mich, die Sachen auszuprobieren. Wie gesagt, wenn ihr zu irgendwas eine ausführliche Review haben wollt oder Tutorials, was auch immer, dann schreibt mir das sehr gerne unten in die Kommentare. Ich bin auf jeden Fall davon überzeugt, dass ich noch weitere Produkte von Makeup Revolution bestellen werde, weil es wirklich sehr erschwingliche Produkte sind, eine gute Qualität, die Produkte haben bisher von den Sachen, die ich habe. Und ich einfach positiv überrascht bin. Und schreibt mir sehr gerne in die Kommentare, habt ihr die Paletten, wie findet ihr diese Produkte, die ihr habt? Oder habt ihr irgendwas anderes, was ihr unbedingt empfehlen könnt? Schreibt mir das sehr gerne, dann würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, macht's gut, bis bald, tschüss.